Matt Damon! Willkommen! Ihr kennt es ja noch beim letzten Video. Etwas verspätet muss ich direkt mal sagen. Wir haben ja jetzt den 21.08. Meine kleine Macke, immer wieder das Datum zu nennen. Früh am Morgen, am Mittag eher schon. Wir haben fast 12:30. Und erstmal der kurze, schnelle Grund, warum ich nicht schon Videos gemacht habe. Das liegt zu einem daran, dass meine Eltern Silberhochzeit hatten und dass ich da mitarbeiten musste. Das mir gerade noch gezeigt wird. Holla de hü. Ich habe ja gar nicht mein Headset eingestellt. So. Mikrofon sollte aber an sein. Habe ich eben schon getestet. Gut gemacht. So, jetzt habe ich auch den ganzen Ton auf den Ohren. Wie gesagt, bei meinen Eltern gab es Silberhochzeit. Ich musste kellnern. Es sollten 100 Leute kommen. Es sind 70 Leute ungefähr gekommen. Und die musste ich alle bekellnern, immer rumrennen und so. Ja, kennt ihr vielleicht, wisst ihr vielleicht, was zu tun ist. Und mein Handy spackt gerade rum. Aufhören. So, beim letzten Mal haben wir ja schon gesehen, was bei Dead Space geschah. Und die Leute, die sich mein erstes LP angeschaut haben mit Dead Space, wissen natürlich auch, wie der ganze Verlauf vorangeschritten ist. Okay, wir haben 4 Schwierigkeitsgrade und auf einfach werden wir diesmal nicht machen. Ich denke, entweder normal oder schwer. Lesen wir uns mal durch. Die Gegner sind schwach. Mit etwas Anstrengung kannst du überleben. Mit etwas Anstrengung? Aha. Du kannst nur überleben, wenn du mit Munition und Gesundheit sparsam umgehst und einen geschickten Abzugsfinger hast. Das hört sich doch schon mal gut an. Für Dead Space Veteran, Munition und Gesundheit sind seltener und die Gegner sind stärker. Etwas böse. Munition und Gesundheit sind spärlich und die Gegner werden dir das Leben zur Hölle machen. Ich denke mal, ich werde hier genauso verbleiben wie bei Dead Space 1, dass ich erst einmal so auf normal spiele und danach, wenn ich einmal durchgespielt habe, dann kommt dann der Hardcore-Modus, wenn eine bestimmte, spezielle, nicht Beförderung, Requirement heißt auf Englisch. Wie heißt das Wort nochmal? Erfordernis? Weiß ich nicht. Naja, ihr wisst, was ich meine. Wenn dann, was für sich, bestimmte Anzahl an Abonnenten geknackt ist, weil ich habe dann auch nicht unbedingt Lust, das direkt nochmal zu LPen. Je nachdem lasse ich mir dann etwas Zeit. Wir fangen mit normal an. Fein. Kann man gar nicht alles lesen, so schnell geht das. Ich trinke mir was. Sieht schon aus wie Dead Space 1. Let's play Dead Space 2. Isaac, bist du da? Nö. Kommen, Isaac. Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich später. Schon okay. Er redet. Wie geht's dir? Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Schlechte Lippensynchro. Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Wofür? Isaac? Guten Morgen! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben. Schaut mal den Kubus unten rechts. Von Ihrer guten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Stefan. Nico. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja. Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden.
Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Nett. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, hörst du mich hören? Das sind ja schöne Nachwirkungen. Das gefällt mir. Isaac. Isaac, können Sie mich hören? Xena, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen Sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Zwangsjacke? Ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Huch! Alles klar. Was? Wohin denn? Wohin denn? Falsche Richtung! So ein Scheiß auch. Das ist doch schön, das LP fängt an und ich kack direkt mal ab. Ich hoffe zumindest euch hat das Intro gefallen. Aber wir müssen direkt wieder weiterrennen. Diesmal in die richtige Richtung. Ja, ja, ja. Tschö, bitte, ich verlasse das Gebäude. Da lang. Was ist hier da? Au. Bin ich jetzt sicher? Na, sehr geiler Anfang. Ist man direkt wieder in Dead Space drin. Scheiße. Haben wir echt da... Ist das eine Zwangsjacke? Auf jeden Fall sind wir so gut wie tot. Hier sieht es nicht so aus, als wäre hier lange Zeit etwas in Ordnung gewesen. So, wir sind schon weit gekommen. Speichern. So, weiter geht's. Bin mal gespannt, was das hier jetzt für eine Geschichte ist, warum wir hier jetzt so reingeschmissen wurden, warum wir so abwesend waren und Freunde? Fragezeichen. Na super. Das war klar. Aua. Minus zwei Freunde heißt plus zwei Gegner. Das ist nicht so schön. Ja, schön, schön, schön. Geh da ruhig lang. Der hat aber schnell verdaut. Aua. Die Rippen sind durch. Aua. Von allen Spuren gesäubert. Das hört sich für mich schon eher danach an, als wollten die die ganze Sache vertuschen. Überwachungskamera. Jetzt sehen die ja, dass ich hier bin. Könnten die mich dann wohl rausholen? Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch?
Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es ist schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Alles klar. Hauptsache, wir haben 12 Uhr, schon seit ein paar Minuten und es ändert sich gar nichts. So. Mhm. Eine Runde Schach spielen könnten wir auch, wenn wir die Figuren hätten. Und hier unten ist fast niemand. Nett. Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, verschlossen. Ich dann geht's weiter. Langer Raum mit Rot. Langer Raum mit Rot. Nichts Besonderes. Aha. Bist du in Ordnung? What? Blöde Sau. Sie mal entfernt viel. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu. Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ja? Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Brandspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Los. Nehmen Sie sie. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Mhm. Gut. Jetzt habe ich nur eine Taschenlampe. Wir alle brennen für das, was wir ihnen angetan haben. Möchte man das mal verstehen? Gut, jetzt haben wir erstmal schon einen Plot. Die haben uns irgendetwas angetan. Fragezeichen, Ausrufezeichen, man weiß es nicht. Wir haben jetzt erstmal eine Taschenlampe. Ohne Schießmodus. Außer Licht. Ja, währenddessen hat er Parkinson bekommen. Clark. Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf EG7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Route? Route? Ah. Reha-Raum. Ich finde es ja jetzt schon mal sehr schön, dass der Isaac jetzt auch selbst immer mehr Persönlichkeit bekommt, dass er jetzt auch selber mehr redet. Außer... Moment, geht das?
Ja, es geht! Lautstark ist er bei der Arbeit. Ein Tunnel. Das sieht ja geil aus. Was passiert? Ja, das habe ich doch schon rausgefunden. Vielen Dank. Da passiert doch was. Wer war das? Die sehen ja... Und das zuckelt noch. Moment, das war jetzt hier. Oder, hä? Ach, darum. Alles klar. Ja, ist schon geschehen. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Da komme ich nicht lang. Ist das auf jeden Fall verdammt geil schon mal für den Anfang, wie die hier mit den... Okay. Wie die hier mit den Lichtspielen arbeiten, mit der... Taschenlampe. Mir fehlen gerade total viele Worte. Das ist doch scheiße. Ich hab mich gerade gewundert, warum da ein Teddybär ist und dann kommt die Scheiße. Mann. Es ist immer noch 12 Uhr. Interessant. Wir sind in einem Zelt... Kontinuum festgehalten. Whatever. Teddybär. Na? Ah. Fein, fein, fein. Überschreiben, ja, komm. Ja. Das war mal eine Sanitäranlage. Und irgendwie würde ich mich darüber freuen, wenn ich ein paar mehr FPS hätte. Das ist gerade so ein bisschen... Da tritt nur Wasser aus. Ja komm, hallo. Wo bleibt die Hallo? Sieht auch interessant aus. Einen Moment, ich werde das hier mal eben ein bisschen runterstellen. Mittel. Dann läuft es hoffentlich etwas schneller. Zurück. Nicht wirklich. Bleib hier, ich will kuscheln. Ah, nee, so geht das nicht. Erkennt man ja kaum etwas. Dann machen wir das halt so. Bestätigen. Irgendwas ist hier los. Irgendwie läuft das hier nicht schneller oder besser. Hm. Ja, komm, wir haben nur einen Weg, was passiert. Es läuft wieder flüssig. Okay, was ist passiert? Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Titan endlich findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Wo kommt die Nadel runter? Bitte, bitte. Telekinetische... Aha. Und was wird raus? Huch. Interessant. Gut, dann haben wir jetzt schon mal ein Geschoss. Ach, das Glas. Hier auch. Dann schießen wir mal auf. In Ordnung, komm her.
Teile gefallen mir. Die erinnern mich an ein anderes Spiel. Von der Reihe, was mein Bruder gerade spielt. 4. Da gibt es immer auch so eine tolle Waffe, die hat auch solche komischen Bolzen, mit denen man die Gegner an die Wand tackern kann. Und mit denen kann man auch lustig rumspielen. Und hier im Vergleich zu Dead Space 1 kann man nochmal auf die Gegner drauf treten und da kommen dann noch ein paar Sachen raus. Aha. Auf zu. Auf zu. Die Rick sieht auf jeden Fall, finde ich, etwas schöner aus. Ein bisschen dynamischer. Kommt. Puh. Lass mir was Neues überlegen. Das klappt ja auch mit denen. Geht doch. Kann man ja auch sagen, die Gegner sind auch zu was Nutze. So, haben wir jetzt volle Rick? Na, fast. Den anderen, wo habe ich denn den anderen? Da habe ich dich hingetackert. So. Und den einen habe ich hier noch lang geschossen. Ach, der ist da wieder hochgeflogen. Ach so. Gut. Ah. Medipack. Haben wir jetzt eigentlich... Ah, genau. Fein. Mitnehmen. Ja, ist gut. Auf! Was lustig. Na. Muss ich dann nach oben? Alles klar. Dup, 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 dup. Totes bleibt tot. Ja. Ich kann Sie hören. So helfen Sie mir doch, bitte. Oh Gott. Bitte, bitte helfen Sie mir. Dup-di-dup-di-du. Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasmakutter? Oh Gott! Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Okay. Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Ich bin ja schon dabei! Zu spät. In Ordnung, jetzt haben wir es auch noch mit simulierenden Toten zu tun. Na.
Unser Kollege hat es nicht überlebt. Sonst ist hier nichts Nützliches. Das kriegt man auch, denke ich mal, nicht auf. Irgendwie wohl nur später. Tut mir leid, meine Augen jucken gerade ein bisschen. Und obwohl ich vorhin geduscht habe, sind meine Hände gerade so ein bisschen, keine Ahnung, klebrig, schwitzig. Ach, da war noch was. So. Gut, das reicht jetzt. So, ich mache das hier jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann werde ich mal etwas in der Auflösung rumspielen, damit das flüssiger läuft. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Unser Isaac ist ja schon ein ganz schöner Veteran. Holla, die Waldfee. Ja, ich schaue auch eben, was hier in dem Raum ist. Achso, die Taschenlampe. Ah, so verbinden die das also direkt. In Ordnung. So, dann würde ich sagen, hier ist dann schon mal der erste Part vorbei. Cut off their limbs. Ich frage mich, wer das dann immer schreibt. Der Kollege. Der sieht aber gar nicht so aus, als wäre der so zerstückelt worden, ne? Aber vielleicht sein Bauchbereich. Man weiß es nicht. Und ehrlich gesagt, das hier, das Speichermodul vom ersten Teil, fand ich etwas anspruchsvoller. Fand ich ein bisschen schöner. Ja. Aber wie gesagt, ich mache dann gleich weiter. Jetzt versuche ich erstmal etwas an der Auflösung und sowas rumzudrehen. Tschö mit dir.